So, hallöchen, liebe und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute geht es darum, was ihr an SSO hasst. Beziehungsweise, ich weiß nicht genau, wie ich es formuliert habe, das nervt euch an SSO. Viele von euch haben mir aber auch geschrieben, was sie an SSO hassen. Also, ja, ich nenne das einfach, was ihr an SSO hasst. Ich muss euch einen Bug zeigen, der mich momentan heftigst nervt. Ich nehme halt auch schon 8 Minuten auf, aber eigentlich wollte ich euch nur erzählen, was mich nervt und die Zeit halt da bis dahin überbrücken. Aber ich zeige euch das jetzt einfach mal. Ja, wie man schon sieht, wir fahren zur Droidenkoppel. Und vielleicht haben ein paar Leute von euch auch den Bug. Aber dummerweise kriege ich beim Droidentraining keine Quests mehr. Also, ich hatte irgendwie mal so einen Bug beim Droidentraining. Da habe ich eine Quest mit Rhiannon gehabt. Ich glaube, das war bei 30.000 oder 40.000 XP. Und ihr wisst ja so, alle, die Druidentraining gemacht haben, dass man ungefähr immer bei, wenn man die nächsten 10.000 hinter sich hat, kriegt man halt so neue Quests. Und da kriegt man immer so, keine Ahnung, 100 XP für einen Spieler und 100 XP fürs Pferd, glaube ich. Und ich kriege diese Quest einfach nicht mehr, weil diese Quest war nämlich verbuggt. Und dann habe ich diesen Bug so ein bisschen gelöst. Also, das war so eine Quest. Da sollte ich irgendwie, war ich irgendwie mit Rhiannon so auf Südhof. Und da haben wir dann uns diese Wildpferde angeguckt. Und als dann diese Sequenz zu Ende war, bin ich halt dann, ist die Kamera halt so den Wildpferden hinterher. Und also, und ich war halt so auf der Map, war ich beim Druiden-Paddock. Aber im, also gesehen, ich konnte auch nichts anklicken. Und dann habe ich den SSO-Support angeschrieben, weil ich das auf zwei Accounts hatte und einfach nicht weitergekommen bin. Und dann habe ich irgendwann sämtliche Tasten probiert, so Hilfetaste und keine Ahnung, nichts hat funktioniert. Und irgendwann habe ich dann gemerkt, so, yo, wenn ich in den Globalshop reingehe, dann kann ich die Quest abgeben. Ja, dummerweise habe ich aber halt danach halt einfach keine Quests mehr bekommen. Und das ist jetzt auch schon mindestens 3 Monate her. Und ich habe SSO jetzt schon mehrere Male deshalb angeschrieben und ich kriege einfach keine Quests mehr. Ich werde wahrscheinlich auf zwei Accounts diesen Runenläufer nicht kriegen, weil diese Quest so heftig verbuggt ist. Alter, und das kotzt mich richtig an. So, das war mein Key zur SSO. Also mein, was ich gerade momentan an SSO am meisten hasse. Beziehungsweise eher, was mich am meisten nervt, weil hassen tue ich es nicht wirklich. Es ist halt einfach ein dummer Bug und SSO kümmert sich seit Monaten nicht darum, dass das gefixt wird. Gesundheitsschatz. Ja, das nervt mich momentan. Und nach 11 Minuten, die ich jetzt aufnehme, kommen wir jetzt auch mal zu euren Sachen. Okay, ich fange, glaube ich, mal ganz unten an. Ich habe ein paar Spornende gesehen. Okay, diese Bugs, ob es bei Pferden ist oder sonst wo, wenn diese dann gekonnt ignoriert werden. Wir sind wieder beim Thema, Leute. Es ist wirklich, es ist teilweise echt eine Schande, wie lange Bugs einfach vom Entwicklerteam ignoriert werden. Also, das ist halt echt heftig, weil ich meine, ihr kennt doch bestimmt alle diesen Starshine-Rennen-Bug. Dieses Starshine-Ranch-Rennen, wo du einfach, wenn du zu schnell das auf Start klickst, und diese Dinger noch ausgegraut sind, dass du dann einfach das Rennen im Duell oder im Solo-Modus, je nachdem, was du als zweites machst, nicht mehr machen kannst. Das kennen wir doch alle und das ist auch jetzt schon seit über 2 Jahren drin, weil Starshine Ranch gibt es seit über 2 Jahren und die Rennen sind seit Anfang an da drinnen. SSO wurde öfter darauf hingewiesen. Und ich fände es einfach schade, dass man als Spieler sich einen Weg suchen muss, wie man um diesen Bug herumkommen muss, weil im Grunde genommen, eigentlich ist es nicht unsere Aufgabe. Eigentlich ist das die Aufgabe vom Spiel und von den Entwicklern, dass alles im Spiel gut läuft. Und dass wir uns dann irgendwie so, ja, irgendwie so einen Weg um diesen Bug herum finden müssen. Wie ich zum Beispiel mit dem Shopping Center, Shopping Online, wie heißt das? Ich schwöre euch, ne? Global Shop. Oder wie, dass man diese Rennen nicht, dass man ein bisschen warten muss, nachdem man die Rennen angeklickt hat. Das ist so traurig, wirklich. Echt. Also mich macht das auch teilweise richtig wütend, weil ich denke mir so, ey Leute, was soll das? Also in jedem anderen Spiel klappt das doch auch. Wenn ein Bug reported wird, dann wird der gefixt.
Ganz einfach. Aber bei diesen ganzen StarCoins-Bugs, nicht XP-Bugs und Yorkshire-Bugs, da sind sie immer schnell, ne? Ja. So, die nächste Person hat geschrieben, dass sie so selten neue Quests rausbringen. Ich muss ehrlich sagen, das ist nicht wirklich was ich unterschreiben kann. Also ich finde, in letzter Zeit haben sie sich schon wesentlich gebessert. Ich würde sagen, so 2020, 2021 haben sie wirklich heftig auf Profit so ein bisschen, nicht nur so ein bisschen, auf Profit gesetzt. Also da kamen diese ganzen neuen Items und mittlerweile, klar, es kommen auch immer noch neue Items, aber es sind halt auch, und es sind auch immer noch sehr, sehr viele, aber man hat so viel Variation, dass man sich halt nicht jedes Teil kaufen muss. Zum Beispiel, dass sie jetzt das mit diesen ganzen, ach, das ist eigentlich vollkommen das andere Thema. Wichtig ist nur, was ich sagen kann, mich nervt das tatsächlich so ein bisschen, dass sie diese ganzen Mini-Fuzzi-Kleinen-Quests rausbringen die ganze Zeit. Weil, ehrlich gesagt, ich habe mittlerweile 4 Accounts, also 3 Accounts habe ich durchgequestet. Beim 4. bin ich dabei, das ist Antons, weil er es halt einfach nicht selber macht. Und ich habe Langeweile und habe nichts zu tun. Deshalb mache ich das. Und ich mache aber bei Anton auch mittlerweile gar nicht mehr diese ganzen Fuzzi-Quests, die da sind, dieses ganze, ach, halt alles, was nicht Hauptquest ist. Weil Anton ist mittlerweile auch an so einem Punkt, wo man nicht unbedingt Nebenquests machen muss, um Hauptquests zu kriegen. Und das ist eigentlich auch, also das ist, finde ich, auch ganz gut, dass es irgendwann so einen Punkt gibt. Aber so dieses, was kam denn letztens so raus? Ich weiß es gar nicht, aber irgendwie, ich finde, sie bringen wahnsinnig viele so kleine Quests raus, die halt irgendwie mal so, ja, keine Ahnung, in so 10 Minuten erledigt sind. Das nervt mich tatsächlich eher, als dass sie die Frequenz deckt, wie sie Quests rausbringen. Weil ich finde, eigentlich ist das gut, dass sie, also die Frequenz ist gut, aber dass die Quests halt einfach so unbedeutend sind und so schnell erledigt sind. Das nervt mich halt einfach wahnsinnig, weil ich muss ehrlich sagen, ich bräuchte jetzt nicht irgendwie, ja, was ist denn rausgekommen? Keine Ahnung, dieses ganze, ach, ich weiß nicht. So zum Beispiel auch diese ganzen Shopping-Center und dieses ganze Jorvik City-Zeug und das mit Madison, ganz ehrlich, das interessiert mich alles gar nicht. Also das ist halt was ich halt einfach nicht brauche. Okay, die nächste Person hat geschrieben, das mit den Araber Pintos. Boah, ich habe mich so heftig drüber aufgeregt, ne? Ich muss ehrlich sagen, ich habe mich seit dem Update am Mittwoch, habe ich mich nicht mehr auf einen Araber Pinto draufgesetzt. Deshalb kann ich euch nicht wirklich sagen, wie viel schlimmer es ist in meinen Augen. Aber ich habe den Post von Corinne Misthill gesehen auf Instagram. Und anscheinend haben sie ja diese Sprunganimation oder generell eine Animation irgendwie geändert. Ich weiß nicht genau, welche das war, aber ich glaube, es ist die Sprunganimation, weil der Sprung von den Araber Pintos ist ja schneller gewesen. Und den haben sie ja jetzt geändert, damit alle Pferde gleich schnell sind, in Anführungsstrichen, was sie eh nie sein werden, weil solange ein Pferd keine anderen Animationen hat, oder es, was laber ich? Solange jedes Pferd unterschiedliche Animationen hat, da wird das kein Pferd geben, oder da werden die nicht in einem gleichen Tempo sein können. Weil unterschiedliche Animationen sind unterschiedlich schnell. Und das kann auch, ehrlich, ich bin mir nicht sicher, ich habe ehrlich gesagt keinen Plan vom Animieren. Also, ja, es heißt Animieren. Meine Tastatur ist gerade, die hat so 2 Füße hinten und die sind umgeklappt. Keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall. Es ist so random, was ich euch hier teilweise erzähle. Man merkt einfach, wie müde ich bin. Gott, Hilfe. Ja, und ich fand es halt auch richtig heftig, weil die gute Corinne hat diesen Beitrag dazu gemacht, weil sie halt schon eine gewisse Reichweite hat und auch so ein bisschen, ich würde mal sagen, sie hat schon eine Größe, wo SSO auch wirklich mal drauf hören könnte.
meine, jetzt, wenn ich jetzt mit meinen 5000 Abonnenten irgendwas sagen würde, ich meine, klar, 5000 Abonnenten sind wahnsinnig viel. Aber Corinne Mistel hatte halt so 80.000. Glaube ich. Könnte sogar mehr sein mittlerweile. Und das ist halt schon mal eine andere Größe noch. Und ich denke, ich finde es sehr gut, dass sie so einen Post gemacht hat. Weil Corinne ist ja generell so eine sehr kritische Person gegenüber SSO. Was ich auch gut finde, weil nicht alles, was dieses Spiel macht, ist gut. Und so ist auch diese ganze Araber-Pinto-Lage momentan absolut, ja, eigentlich ist es wirklich eine Schande, weil das ist genauso wie mit den Trakehnern. Mir haben eigentlich die Trakehner-Gangarten immer gefallen, so bevor sie geändert wurden. Dann haben sie sie total verschlimmbessert. Und dann haben sie sie einigermaßen gut hinbekommen. Aber ich muss sagen, nichts. Also für mich ist halt immer noch die Trakehner-Animationen von da, wo sie rausgekommen sind, sind immer noch Pro-Elite für mich. Wirklich. Und ich finde das halt einfach so schlimm, dass sie sowas halt einfach im Nachhinein ändern. Wenn es jetzt ein Bug wäre, wenn das Pferd verbuggt wäre, das ist was anderes. Aber der Araber Pinto ist ja auch ein Generation 2 Pferd. Und es steht in diesem I, hier, da ist ein I, da steht, dieses Pferd, diese Generation des Pferdes wird nicht länger unterstützt. Es kann das neue Reizbehör nicht tragen und wir arbeiten nicht weiter an diesem Pferd oder an Fehlerbehebungen bezüglich seiner Generation. Das finde ich halt heftig, weil das ist Generation 2 und sie haben das Pferd einfach, ohne es anzukündigen, verändert und ohne die Community überhaupt mal zu fragen, so, hey Leute, wollt ihr das eigentlich? Weil so müssen sich die Spieler, die wochenlang auf den Araber Pinto gespart haben, klar, 485 Starcoins sind nicht viel für so heutige Verhältnisse, aber es ist trotzdem, du musst 5 Wochen sparen. Und so müssen sich diese Leute, die sich dieses Pferd hart erspart haben, wieder 9 Wochen sparen, vielleicht sogar 10 Wochen, damit sie sich ein neues Pferd kaufen können, das vielleicht oder vielleicht auch nicht schneller ist als die anderen. Das müsst ihr erstmal sacken lassen. Also, das ist halt einfach, nee, das ist halt einfach eine Veränderung, wo niemand nachgefragt hat. Niemand. Wenn man bei gewissen Quests einen Tag warten muss und man dann gefühlt nur für 1 Million Starcoins die Quest weitermachen kann. Ich muss ehrlich sagen, das ist jetzt nicht wirklich was, was mich jemals gestört hat. Vielleicht so, als ich irgendwie das Spiel angefangen habe, so als ich, keine Ahnung, 12, 13 war oder so. Aber um ehrlich zu sein, für mich ist es momentan relativ egal, ob ich so einen Timed Quest habe. Ich muss ehrlich sagen, ich finde das sogar ganz schön, weil das halt die Quest so ein bisschen in die Länge zieht und dann man hat halt nicht das Gefühl, dass man das alles so in 10 Minuten durchspielen kann. Klar, manche Quests sind lang und irgendwie ein Timer-Quest ist halt dann einfach unnötig, weil irgendwie am nächsten Tag sagen sie nur so, ja, hat geklappt oder so. Und dann kriegst du irgendwie, keine Ahnung, 50 XP dafür. Teilweise ist es unnötig, aber ich muss sagen, es hat mich jetzt nie wirklich so richtig gestört. Aber ich kann es schon nachvollziehen. Also ich glaube, gerade wenn man halt jünger ist, regt einen das, glaube ich, noch so ein bisschen mehr auf. Oder wenn man irgendwie in Urlaub fährt und unbedingt noch eine Quest machen muss. Das nächste ist so ein bisschen witzig für mich, dass Isla und Umbra jetzt schon 3-mal da waren. Kann ich ehrlich gesagt, zum einen kann ich es nachvollziehen, weil irgendwie, ja, ich weiß nicht, es ist halt irgendwie, ja, es passiert immer, es kommen immer die gleichen und irgendwie, ich musste zum Beispiel auch irgendwie 1,5 Jahre warten, bis Dorco und Solas wiedergekommen sind, die ich verpasst hatte. Und in der Zeit sind halt Isla und Umbra irgendwie 3-mal zurückgekommen. Aber man muss es auch mal so sehen, Isla und Umbra sind, glaube ich, mittlerweile die erfolgreichsten magischen Pferde in SSO. Und klar, SSO macht mit denen immer noch gut Profit, wenn sie reinbringen. Und ich glaube auch ehrlich, also
wenn ich jetzt zum Beispiel ein neuer Spieler wäre und sehen würde, wie jemand auf so einem wunderschönen Eiler drauf hockt und dann sagt die Person mir so, yo, nee, die waren nur einmal da, das kann man nicht mehr kaufen. So wie es jetzt zum Beispiel bei diesen Lusitano-Urpferden ist. Magischen Pferden, sorry. dann wäre ich heftigst enttäuscht. Weil Eiler und Umbra, jetzt mal no joke, es sind schon hübsche Pferde. Kann mir niemand von euch sagen, dass es nicht so ist. Und da verstehe ich SSO auch als Unternehmen, weil das ist auch was, da muss ich ehrlich sagen, da ist no harm done. Also du hast ja nicht die Pflicht, dir so ein Pferd zu kaufen. Weil magische Pferde waren, glaube ich, noch nie die schnellsten Pferde. Sie sind mittlerweile nicht mehr langsamer als andere Pferde. Waren sie aber früher mal. Und klar, es ist so ein limitiertes Ding, aber du kannst dir mittlerweile eigentlich ziemlich sicher sein, dass die meisten von denen wiederkommen. Und wenn du sie einmal verpasst hast, dann kommen die irgendwie in einem Jahr oder so wieder. Von daher, ja, irgendwie ist es unfair, dass Eiler und Umbra so oft kommen. Aber es sind halt einfach die erfolgreichsten. Und ich kann es ehrlich gesagt, es ist auch nicht wirklich verübeln. So, die nächste Person schreibt, dass die Zügel im Hals des Pferdes backen. Oh ja. Oh ja. Es ist mittlerweile nicht mehr was mir so aktiv auffällt. Aber wenn man es, gerade wenn man es mir so sagt, so, dann denke ich mir echt, dieses Spiel ist jetzt schon fast 11 Jahre alt und sie haben es in diesen 11 Jahren, glaube ich, wirklich bei keinem Pferd, was so einen angemessen dicken Hals hat, hingebracht, dass die Zügel nicht in den Hals backen. Ich glaube, das einzige Pferd, ich bin mir nicht mal sicher, ob es beim Appaloosa so ist. Und der Appaloosa hat ja wirklich einen dürren Hals. Ich meine aber, dass es beim Appaloosa so ist. Und können wir mal kurz darüber reden, wie traurig es ist, dass die morgens gehen. Ich bin so traurig, ne? Aber ich habe halt alle auf meinem Hauptaccount. Aber ich bin trotzdem traurig, weil vielleicht hätte ich mir noch eins gekauft, aber ich weiß, dass ich eigentlich nicht noch eins kaufen würde. Wo war ich gerade? Ja, genau, die Zügel im Hals. Das ist auch wieder so die Sache, so Thema Bug, der schon so lange existiert. Und es ist einfach scheißegal, ob sie den fixen oder nicht. Das ist einfach, ehrlich gesagt, finde ich, dass SSO ein teures Spiel dafür ist, was es bietet, ne? Also, klar, es ist ein großes Pferdespiel, es hat eine ganz okay Grafik. Wenn man jetzt so auf Comic-Style und so steht, es ist jetzt nicht wirklich realistisch und ganz ehrlich, in Red Dead bekommt man halt für den Preis so gefühlt das 100-Millionen-fache. Also wahnsinnig realistische Pferde, wahnsinnig realistische Umgebung, aber es ist halt kein Pferdespiel. Wenn Red Dead ein Pferdespiel wäre, ne, es würde so durch die Decke gehen. Aber Red Dead ist, war für mich zumindest günstiger als SSO. Ich weiß gar nicht genau, wie viel ich für Red Dead bezahlt habe. Also, ich muss dazu sagen, ich finde, man kann Red Dead und SSO nicht wirklich vergleichen, weil es andere Altersgruppen tangiert und auch andere Gruppen generell, weil ich will jetzt nicht sagen, dass Red Dead ein Ballerspiel ist, aber es ist ja ein Wild-West-Spiel. Und es ist halt einfach es tangiert eine andere Altersgruppe und eine andere Zielgruppe, als SSO das tut. Und ich finde dafür, dass SSO so für 8-Jährige konzipiert wurde, ist die Grafik auch ganz okay. So, ich glaube, da war nämlich tatsächlich gerade eine Person, die gemeint hat, dass die Grafik sie aufregt. Ja. Ich muss ehrlich sagen, als sie den Grafikstil geändert haben von Silverglade, habe ich gesagt, ich höre auf zu spielen. Man merkt, ich habe es nicht getan, aber ich war schon heftigst enttäuscht. Also einfach dieses ganze alte SSO und es war einfach so schön und irgendwie, keine Ahnung, ich denke mal, die neueren Spieler werden das halt einfach nicht nachvollziehen können, aber das alte SSO war halt wirklich Elite. Also es war wirklich Elite. Ohne Witz. Klar, es gibt bessere Pferde, aber irgendwie
Ich habe halt immer noch so eine gewisse Nostalgie, gerade auch wenn ich mir alte Bilder anschaue, wie ich zum Beispiel auf meinem Morgen in meinem alten Outfit, was überhaupt nicht zusammengepasst hat, weil ich immer schwarz getragen habe beim Reiter, wo ich dann damals Epona das erste Mal entdeckt habe auf Annabelle. Das ist halt einfach so Nostalgie und ja, ich verstehe es, dass man als älterer Spieler, ich kenne diese Person tatsächlich, Hype, by the way, an dich. ich kann das verstehen, dass man als älterer Spieler die Grafik nicht so bombe findet. Aber ich muss sagen, ich habe mich wirklich dran gewöhnt und ehrlich gesagt, ich mag die Grafik. Ich mag es irgendwie. So, die nächste Person schreibt die ganzen neuen Pferde und die Starcoins-Preise. Ich glaube, das ist nicht wirklich ein Ding, was man diskutieren muss. Also... Ich glaube, mittlerweile sind wir wirklich alle uns einig, bis auf vielleicht ein paar Ausnahmen, dass Starcoins zu teuer sind, dass Starrider zu teuer ist. Beziehungsweise, ich würde nicht sagen, dass Starrider zu teuer ist, aber so für die Altersgruppe ist Starstable zu, also Starrider zu teuer. Und das Spiel Starstable ist definitiv zu teuer. Müssen wir gar nicht drüber reden. Die ganzen neuen Pferde, ich muss ehrlich sagen, ich finde auch ehrlich gesagt, dass SSO mittlerweile so ein rechtes... Ja, wie so ein Down, so eine Down-Phase momentan hat. Ich muss sagen, mich haben die alten Pferde so mehr vom Hocker gehauen. Also ab den Easies ging es irgendwie so ein bisschen flöten für mich. Also die Appaloosas waren schon meiner Meinung nach ein schrecklicher Start ins Jahr. Ich weiß, viele mögen die Appaloosas, aber ich persönlich bin kein Appaloosa-Fan, werde es wahrscheinlich auch nie sein. Ich habe auch nur echt eine Farbe, die mir gefällt. Die Welschponys mag ich, aber glaube ich, ich bin da auch so ein bisschen biased, weil meine erste Reitbeteiligung war ein Welschpony und es gibt genau die gleiche Farbe, die er war und das ist halt einfach so, die Welschponys sind für mich einfach ein persönlicher Favorit, einfach weil meine Reitbeteiligung damals ein Welschpony war. Es ist auch, ich glaube auch, wenn SSO irgendwann mal deutsche Reitponys ins Spiel reinbringen würde und eins auch nur annähernd so aussehen würde wie Nani, ich glaube, das wäre komplett, also selbst wenn sie komplett beschissene Gangarten haben, das wäre, glaube ich, ein Kandidat für eine neue Lieblingsrasse. Weil Nani, falls ihr es nicht wisst, war nach Pino, dem Welschpony, meine langjährige Reitbeteiligung. Ich glaube, ich habe die wirklich 6 Jahre geritten und... tatsächlich ist sie kurz nach meinem Abi gestorben und ja, ich muss sagen, ich vermisse sie auch immer noch, aber es war damals wirklich besser für sie, weil sie war halt schon recht krank, also gerade auch während meiner Abi-Zeit gab es tatsächlich auch öfter mal so, so Tage, wo ihre Besitzerin sie wirklich fast hätte einschläfern lassen, wo ich aber nicht mitbekommen habe, weil ich halt Abi-Stress hatte und sie mir das nicht sagen wollte, was logisch ist, weil ich meine, ich war im Abi-Stress eh schon und da dann zu erfahren, ja, dein Pferd ist übrigens gestorben, das ist auch nicht so geil. Ich weiß schon wieder nicht mehr, ich schweife so ab, ne? Ich nehme jetzt auch schon 32 Minuten auf. Lieben wir. Ja. Aber ja, ich muss auch sagen, die neuen Pferde sind für mich jetzt nicht so bombastisch. Also gerade die Fischpferde oder die neuen Huffy, ja, die neuen Huffy-Viecher, die nächste Woche rauskommen. Ehrlich, nee. Die Shire waren wieder ganz okay. Also, ja. Aber ich muss auch ehrlich sagen, ich bin momentan nicht so zufrieden mit dem, was SSO so generell abzieht. Also klar, wir haben jetzt Story-Quests bekommen, aber ganz ehrlich, was sind das denn bitte für Story-Quests? Also sorry, aber irgendeine mysteriöse Kraft. Bruder, nee. Junge, Alter, ich habe gar keinen Bock darauf mehr. Ich will einfach nur wissen, wie es weitergeht und mit Garnok und nicht... irgendeine mysteriöse Kraft und irgendwelche Hexen reinziehen, da habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Von daher, ich habe mir auch bei den Huffys habe ich mir jeweils nur einen auf dem Account gekauft. Der Account besitzt tatsächlich 2 Huffys, einfach weil ich Geburtstag hatte und mir 20 Pferde gekauft habe. Falls ihr das Video noch nicht gesehen habt, ist, glaube ich, auf der Startseite von meinem Kanal.
Könnt ihr euch gerne mal anschauen. Ist ganz witzig geworden. Mein Kopf ist gerade so blank space, ne? Alter. Ich glaube, ich muss aus diesem Video einen Teil 2 machen. Ich glaube, ich komme nicht. Ich habe jetzt gerade 7. Ne, 9. Von. Bestimmt 90. Antworten durchgeschaut. Macht richtig Bock hier. Ja, also die neuen Pferde, wie gesagt, hauen mich nicht wirklich vom Hocker. Und dadurch, dass SSO momentan irgendwie ein bisschen arg auf Profit achtet. Weniger als 2020 und 2021, finde ich, aber trotzdem immer noch sehr stark auf Profit achtet, möchte ich momentan einfach nicht so viel für SSO ausgeben, weil ich finde, es ist momentan nicht wert und ich irgendwie auch finde, dass die Entwickler das auch so ein bisschen merken müssen, beziehungsweise nicht wirklich die Entwickler, sondern vielmehr eigentlich die Köpfe hinter SSO müssen mal merken, dass irgendwas nicht so ganz richtig ist mit dem, was sie gerade machen. So. Die nächste Person schreibt, dass sie so geizig sind mit den Starcoins, weil man bekommt ja nur 100 Starcoins die Woche und kaufen dürfen nicht alle. Es hat mal jemand ein ganz gutes Video dazu gemacht, warum es nur 100 Starcoins die Woche gibt und warum es auch Sinn macht, nur 100 Starcoins die Woche zu bekommen. Ich habe es mir ehrlich gesagt, ich glaube, ich habe es mir sogar angeschaut, aber ich muss ehrlich sagen, ich erinnere mich nicht dran. Aber SSO ist halt trotzdem noch ein Unternehmen, ne? Und das hat irgendwie, ich glaube, es sind mittlerweile 100 Angestellte oder so und sie müssen ja für jeden den Lohn bezahlen. Von daher, auch wenn die SSO-Mitarbeiter massiv unterbezahlt sind, aber ja, ich würde sagen, klar, es ist doof für alle Leute, die sich jedes Pferd ersparen müssen. Und ich finde es auch nicht richtig, dass sie quasi alle 4 Wochen eine neue Rasse rausbringen. Ich finde, das sollten maximal die Farben sein, so wie früher. Also, dass sie halt zuerst 3 oder 4 Farben rausbringen und dann 4 Wochen später nochmal 3 oder 4 Farben. Das finde ich okay. Das, was sie momentan machen, seit den Gotland-Ponys, ist nicht mehr okay. Wirklich, das ist nicht mehr okay. Weil ich meine, so kann man sich halt auch nur jede zweite Rasse kaufen. Und das ist einfach gut. Manche Rassen sind halt einfach nicht für jeden was. Aber wenn man halt so jemand ist wie ich, der halt trotzdem schon alle Pferde, vielleicht auch irgendwie Content-Creator, der halt alle Pferde zeigen möchte, aber sich keine Starcoins kaufen kann oder darf, dann ist das halt schon doof. Dass es irgendwie wenig Klamotten für neue Outfits gibt. Ich finde, es kommt drauf an, was für einen Style man hat. Weil, ich finde, es gibt wahnsinnig viele Klamotten. Es gibt ja sogar so viele Klamotten, dass ganz ehrlich, man kann halt seinen Kleiderschrank komplett füllen und man hat immer noch nicht alle Sachen in SSO gekauft oder bekommen von den Quests. Das finde ich übrigens auch weird, dass das geht, aber ist ein anderes Thema. Und ich finde auch ehrlich gesagt, tatsächlich unter diesen ganzen alten Sachen gibt es auch einige Schätze. Also ich habe auch ein Outfit bei den Easys gemacht, das ist mein blaues Outfit. Das war wirklich, also das war auch eine Sache, so ein Oberteil, das habe ich irgendwie im Globalshop gefunden, nach dem Easy-Stream war das, glaube ich. Und ich habe das gefunden und dann dachte ich mir so, Moment, das sieht ja eigentlich ganz gut aus. Und dann habe ich das genommen und habe damit dann ein Outfit gemacht und dann, ja, irgendwie seitdem sehe ich so viele Leute, die damit rumlaufen. Also, finde ich echt heftig. Also, auch viele mit dem Easy, ich glaube sogar Emily McRae hatte das mal an. Auch in einer anderen Form, aber halt trotzdem mit dem Oberteil. Und ich habe davor halt wirklich nie Leute damit rumreiten sehen. Von daher, ich finde auch unter den alten Klamotten gibt es teilweise auch wahre Schätze. Musst du vielleicht einfach mal gucken. So. Die nächste Person schreibt das Chat-System. PS, liebe deine Videos. Erstmal Dankeschön. Ja, das Chat-System, das hat schon so viele Farben. Farben? Das hat schon so viele Facetten durchlebt.
dass ich wirklich sagen muss, momentan finde ich es echt, dass es das beste Chat-System ist, was SSO jemals hatte. Weil ich früher, müsst ihr euch mal vorstellen, als ich angefangen habe, durfte man nicht Chumpy schreiben, man durfte manche Rassen nicht schreiben, manche Namen konnte man nicht schreiben, was es tatsächlich auch noch gibt, aber ihr müsst euch vorstellen, es gab früher irgendwie so 50 Namen und mittlerweile gibt es irgendwie 250 oder so, also nur Vorder- und Hinternamen. Und das Wichtigste, man konnte nicht mal Zahlen schreiben. Also so klar, um sowas wie Handynummern und so auszutauschen, vorzubeugen. Aber man konnte halt auch nicht schreiben, ich habe 1000 Starcoins und ich mache eine 1000 Starcoins Shopping Spree. Sondern man musste halt wirklich sagen, ich habe ein großes I, drei kleine O's und dann hast du 1000 Starcoins schreiben können. So hat man damals kommuniziert. Und wenn es zu SSO nicht gepasst hat, dann hat man es halt 1 Million Mal versucht, weil das alles gehashtaggt wurde. Und mittlerweile finde ich es echt gut, weil man kann problemlos irgendwelche Zahlen schreiben. Man kann problemlos Chumpy schreiben. Gut, es gibt immer noch manche Wörter, die sind halt einfach weird. Aber das liegt auch daran, dass SSO einfach kein deutsches Spiel ist. Und klar, irgendwie, es gibt immer einen Weg, so um diese ganzen Sachen drumherum zu finden. Also so einen Weg drumherum. Es gibt immer noch Leute, die Schimpfwörter in den Chat schreiben können. Man kann auch manche Schimpfwörter einfach so schreiben, was ich richtig weird finde, aber ist okay. Und ja, also ich muss ehrlich sagen, ich fand es viel schlimmer, als es damals diese ganzen Chat-Bann und Chat-Warnungen und so gab. Für Sachen, wo man einfach nur schreiben wollte, ich habe einen Donut oder so. Jetzt muss ich shoppen gehen. Oh. Von daher, ich muss ehrlich sagen, das Chat-System ist was, das hat einen langen Weg hinter sich. Und da, ich finde, momentan ist es wirklich das Beste, was wir haben. Oder jemals hatten, ehrlich gesagt. So. Dass man immer ein paar Tage nicht online war und keine Stallhilfe kaufen will, um Starcoins zu sparen, das Pferd beim Relog ultra langsam ist und man erstmal wieder ein paar Tage braucht, bis es wieder normal schnell läuft. Sonst hätte man bei Chumpies auch nicht die beste Chance. PS, liebe deine Videos. Dankeschön. Ich muss ehrlich sagen, ich verstehe auch nicht, warum sie das so machen, weil, ganz ehrlich, ich glaube wirklich, kein anderes Online-Spiel macht das so. Aber irgendwie ist halt so, dass es die Leute halt schon am Spielen hält. Wenn einem das jetzt nicht komplett egal ist, dass dein Pferd total sad ist. Also ich habe auch, wenn ich kein Pferd zu leveln habe, kaufe ich auch keine Stallhilfe. Da sind mir die Chumpies dann auch egal, aber ich habe halt auch 3 Accounts und ich habe irgendwie gefühlt immer was zu leveln und immer was zu tun auf meinen Accounts. Von daher, ich weiß nicht, ob ich da so wirklich mitreden kann, aber es gab ja auch mal eine Zeit lang, wo dein Pferd ganz schnell war, oder trotzdem normal schnell war, obwohl es total sad war. Und das muss ich ehrlich sagen, ich verstehe nicht, warum sie dieses alte System immer noch haben. Aber es ist halt auch was, das ist schon so ewig lang im Spiel und ich glaube nicht, dass wir daran irgendwas ändern können oder dass sie daran irgendwas jemals ändern werden. Aber naja. So, die nächste Person schreibt, dass SSO die ganzen alten Pferde vom Spiel entfernt. Die sind doch eigentlich das Herz von SSO. Das finde ich auch extrem schade. Also, ich habe es vorhin schon gesagt, die Morgans, ganz ehrlich, das bricht mir richtig das Herz, weil die Morgans waren so meine erste riesengroße Liebe. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich bin auch immer noch sehr, sehr, sehr unglücklich darüber, dass die Fjordis gegangen sind und ich nicht mehr die Möglichkeit hatte, mir alle zu kaufen. Aber mittlerweile kündigen sie das ja wirklich gut in einem guten Ding vorher an, dass man sich zumindest so ein bisschen so alle kaufen kann, wenn man möchte. Ja. Ich verstehe es, weil sie halt irgendwie das Spiel auch klein halten möchten. So, es haben jetzt nicht so alle Leute so einen krassen PC wie ich. Und es gibt halt auch Leute, die das auf 10 Jahre alten Laptops spielen oder sogar Laptops, die noch älter sind als SSO. Und auf denen muss das Spiel natürlich auch einigermaßen flüssig laufen. Und da kann man einfach nicht so eine riesengroße Datei einfach so draufladen.
die Bugs und die kleinen Streitereien, die sich zu großen entwickeln. Ich denke, das ist eher so ein Community-Problem. Ich denke aber, dass es hat auch am meisten sowas damit zu tun, dass dieses Spiel hauptsächlich jüngere Leute spielen. Also, das hört sich jetzt wahrscheinlich wahnsinnig dumm an, ne? Aber ich finde schon allein, wie man merkt halt an der Art, wie eine Person auf Kritik, so zum Beispiel im Globalchat oder bei im Sargchat bei Jumpies oder so reagiert, sieht man schon alleine, wie alt die Person ist. Und ich glaube, dass das auch total hochgeschaukelt wird, weil klar, irgendwie so der halt die eine Person irgendwie beleidigt oder so, der möchte die Person natürlich provozieren. Und wenn die andere Person dann darauf eingeht und nicht sagt, ja, whatever, sag, was du möchtest, das ist dann natürlich, das ist unvermeidbar, dass das dann so kommt. Aber ja, ich glaube, dass einfach manche Leute gerade in einem gewissen Alter einfach noch nicht die Reife haben, da einfach wegzugehen und sich zu denken, so, lass mich einfach in Ruhe. Muss ich ehrlich sagen, hatte ich auch nicht, als ich mein Speedbug-Video zum Beispiel gemacht habe. Wobei, da muss ich auch ehrlich sagen, das ist eine andere Situation, weil mir wurde ja wirklich vorgeworfen, dass ich speedbugge und da ging es darum, ob mein Account reported wird oder nicht. Und ich muss ehrlich sagen, da ist es mir dann schon lieber, wenn ich beweisen kann, dass ich nicht speedbugge, weil es hätte sein können, dass ich meinen Account dadurch verliere. Ja. Von daher, aber wenn ihr jetzt einfach irgendwie sagt, du bist doof oder du siehst dumm aus oder so, das ist halt dann einfach, das ist Provokation. Und klar, das muss nicht sein, aber es gibt halt einfach Leute, die sich daran so erfreuen. Und das wird es auch immer geben. Von daher, ja. die nächste Person sagt, dass man als langer SSO-Spieler so gut wie nichts mehr im Spiel machen kann. Das stimmt, das fällt mir jeden Tag auf. Ich kaufe mir so viele Pferde einfach, damit ich irgendwas zu tun habe in SSO. Weil das Spiel wird einfach, wenn man alles durch hat, langweilig. Ich habe sogar Fischen durch und das zweimal. Ich habe Token auf dem Account als allerletzte Rufquest und jetzt halt diese Rufquest mit dem mit diesem Viech da, mit Beatrix. Und das war's. Danach bin ich auch auf diesem Account durch. Und ihr seht, ich bin Level 20. Also ich habe den Account, glaube ich, 2020? Ja, 2020 erstellt. Oktober 2020 habe ich den Account erstellt. Er ist jetzt nicht mal 2 Jahre alt und sie ist nur Level 20. Also ich habe alles gemacht. Von daher, ja, das Spiel wird irgendwann langweilig. Die nächste Person schreibt, dass alles teurer wird und es kaum noch Sachen für Leute gibt, die schon lange SSO spielen, sondern nur Codes für Nicht-Star Rider. Ich glaube, diese Nicht-Star Rider-Thematik, das ist auch was komplett anderes nochmal, weil, to be honest, es gibt halt zwei Seiten. Es gibt zum Beispiel mich. Ich muss ehrlich sagen, mich regt das auch so ein bisschen auf, weil ich erkläre euch jetzt mal so die Situation von, als ich angefangen habe, SSO zu spielen, versus wie die Situation momentan ist. Als ich angefangen habe, SSO zu spielen, hat man bis Level 4 spielen können. Man musste ungefähr bis Level 6 spielen, um springen lernen zu können. Heißt, man konnte nicht springen. Und wenn man danach wieder nicht Star Rider geworden ist, konnte man wieder nicht springen. Man konnte keine Transporter benutzen, das kann man aber auch immer noch nicht. Man konnte den Globalchat nicht benutzen. Ich weiß nicht genau, wie es heutzutage ist. Aber ich habe schon nicht Star Rider gesehen, die den Globalchat benutzen konnten. Von daher könnte sein, dass es heutzutage geht. Wir hatten damals Fort Pinter und Moorland. Jetzt gibt es auch noch das Shopping Center und ja, es gab früher auch alle Events, die es jemals gab, waren in Star Rider Gebieten. Da gab es nichts von wegen, ja, wir haben jetzt so eine Festival Area so in Moorland und
Cloud Kingdom könnt ihr irgendwie über Fort Pinter irgendwie zwar so auf dem Weg, ne? Das war auch heftig. Dann gab es den Pferdemarkt, der alle 3 Wochen gekommen ist. Den konnte man als Nicht-Star Rider, glaube ich, nicht machen. Und Star Rider haben da alle 3 Wochen ungefähr 25 XP bekommen, was erstmal nicht viel klingt, aber glaubt mir, Leute, es läppert sich. Also ich bin auch überzeugt, dass das so mindestens 5000 XP von meinen XP, die ich auf Annabelle habe, mindestens vom Pferdemarkt kommen müssen, weil ich so viel Pferdemarkt über mehrere Jahre gemacht habe. Das muss einen sehr großen Impact gemacht haben. Und dann gibt's heutzutage, wo neue Spieler direkt, wenn sie ihren Account erstellen, einen 3-Tage-Star-Rider-Code kriegen, ein Geschenk. Sie können instant springen lernen und das dann auch immer machen. Sie haben mehr Gebiete, als ich damals hatte. Man kann sogar irgendwie in den ersten 3 Tagen bis vielleicht Level 8 oder 9 spielen. In der Zeit kann man schon mehr Gebiete entdecken, als ich jemals in meinen ersten 2 Jahren gesehen habe. Und das ist halt dann schon krass, wenn man sich so denkt, so, ich habe dafür 60 Euro bezahlt, um das zu können. Bei mir gab es nicht einmal so einfach mal so einen 3-Tage-Star-Rider-Code. Ich musste teilweise fast ein Dreivierteljahr auf den nächsten Code warten, bis ich irgendwie mal einen Tag Star Rider bekommen habe. Und diese Codes gab es auch wirklich nicht oft und die sind irgendwie auch nach 2-3 Tagen sind die wieder, konnte man die nicht mehr einlösen. Das war halt so krass. Und dann finde ich, dann gibt es halt aber auch noch die Seite von den Nicht-Star Ridern, die sagen, wir haben genauso wenig zu tun wie die ganzen alten Spieler. Weil man einfach keine Quests mehr machen kann, wenn man kein Star Rider mehr ist. Und weil man dann in diesen Gebieten gefangen ist, wo eigentlich total langweilig sind. Diese 2 Seiten gibt's. Und diese 2 Seiten argumentieren gegeneinander. Und das habe ich auch in dieser Umfrage sehr, sehr, sehr deutlich zu spüren bekommen. Weil ich glaube, es war sogar die letzte Antwort, dass man als Non-Star Rider 0 Möglichkeiten zum Spielen hat. Und ich glaube, das ist wirklich, das ist, zeigt sehr gut, dass es diese 2 Seiten gibt. Und da, ich glaube wirklich, dass beide Seiten sich total benachteiligt fühlen, weil ich muss ehrlich sagen, ich finde es wahnsinnig unfair, dass die Spieler heutzutage, die neuen Spieler, mehr Möglichkeiten haben als ich, weil ich mir damals 2 Jahre lang das hart erarbeitet habe und mittlerweile habe ich so teilweise das Gefühl, dass irgendwie diese, selbst diese ganzen Angebote, wo man irgendwie für 1 Euro 14 Tage Star Rider sein kann oder so, das gab es bei uns früher nicht. Früher gab es bei uns vielleicht, du kannst 1 Monat kaufen, du kannst 3 Monate, 6 Monate oder Lifetime kaufen. Und mehr gab es da nicht. Und ich weiß noch, wie ich meine Mutter angebettelt habe, dass sie mir überhaupt 1 Monat kauft. Und sie hat es nie getan. Ich habe meinen Star Rider, meinen Lifetime Star Rider, habe ich selber bezahlt. Und ich habe mit 11 angefangen zu spielen. Vielleicht sogar mit 10,5. Und mit 13 habe ich dann Star Rider bekommen. Okay, hier hatten wir diese ständigen Netzwerkfehler. Ich habe schon so oft Server gewechselt, das bringt einfach nichts. Ich muss ehrlich sagen, das könnte wirklich an deinem Internet liegen, weil ich ehrlich gesagt schon sehr, sehr, sehr lange keinen Netzwerkfehler mehr hatte. Und ich habe eine sehr stabile LAN-Verbindung. Bei uns ist wirklich, ich habe nur Netzwerkfehler, wenn bei uns das Internet ausfällt. Was öfter ist, als ich möchte. Aber ist okay. Ja. Und ansonsten, ich kann das irgendwie so ein bisschen relaten, weil damals, als ich meinen ersten Laptop gespielt habe, ich hatte in meinem Zimmer kaum WLAN und bei mir ist dauernd das Internet abgestürzt. Beziehungsweise dauernd bin ich aus dem Spiel rausgeflogen mit Netzwerkfehlern und musste mich neu verbinden und so. Aber das ist wirklich was wozu SSO, glaube ich, nichts kann. Ach, die Obergrenze von Jorvik Schilling! Weil so kann man gar nicht richtig sparen. Das ist auch was, das verstehe ich auch nicht, weil ich meine, es ist halt tatsächlich nicht mehr unüblich, dass ein Item mal irgendwie 10.000 Jorvik Schillinge kostet.
Und dass die Obergrenze dann 10.000 ist, verstehe ich einfach nicht. Weil ich meine, ich musste mir gerade eben erst ein Item kaufen, was ich eigentlich nicht mal gebraucht hätte. Aber ich finde es halt schade, weil so kann man sich halt nichts ersparen. Und wenn man irgendwie mal schnell ein Outfit machen möchte oder so und dann fehlt einem ein Teil und dann muss man erst die halbe Map gefühlt abquesten und ableveln, bis man sich das kaufen kann, das macht doch keinen Spaß mehr dann. Hier ist noch eine Antwort, allgemein der Speedbug an Championaten. Habe ich ehrlich gesagt auch schon sehr lange nicht mehr gesehen. Aber ja, wenn, dann ist es sehr unfair. Also, aber das ist auch wirklich was, das gibt's auch schon so lange. Und ehrlich gesagt, mittlerweile reg ich mich gar nicht mehr drüber auf. Weil die Leute, teilweise gibt's auch Speedbugger, die, da checkt man, also dann, da, die werden halt dann irgendwann rausgenommen. Es gab auch hier auf den schwedischen Servern, wo ich gerade spiele, gab es immer so zwei, drei notorische Speedbugger und irgendwann wurden die halt rausgenommen und dann hat man halt erstmal gesehen, wie schlecht, also die, der Speedbug wurde halt dann rausgenommen und dann hat man erstmal gesehen, wie schlecht die eigentlich sind. Und das ist halt dann schon so ein bisschen so Satisfaction, weil, ja, man sieht halt, dass sie ohne das nichts können und ich denke mir immer, wenn sie das unbedingt brauchen, um zu gewinnen, dann das zeigt doch eigentlich nur, wie schlecht sie eigentlich sind, oder? Also, ich reg mich da mittlerweile nicht mehr drüber auf. Dass es keine Decken und Halsringe gibt. Ich glaube, das ist was, das wird irgendwann noch kommen. Ich gebe die Hoffnung nicht auf, auch das mit diesen Ohr-Dingern. Ohrnetze? Wie heißen die Dinger? Weiß ich nicht. Ihr wisst, was ich meine, wo diese ganzen Turnierpferde und so tragen. Irgendwann, glaube ich, kommt das noch als Accessoire. Dass die wichtigsten News nur auf Twitter kommen. Es ist echt so, ne? Ich schwöre euch. Dieses, wo Insta, wo eigentlich die größte Community hat, ne? Das Social-Media-Team ist so fucking faul, wirklich. Und dann kommt Twitter, was echt die wenigsten... Das ist echt die kleinste Plattform, die SSO hat. Sogar die Webseite gucken mehr Leute an. Und da kommen dann immer die wichtigsten, die brandaktuellsten neuen News. What the fuck, Alter? Hier schreibt noch jemand eigentlich nichts, außer dass manche Updates komisch und hässlich sind. Zum Beispiel das Update am Mittwoch. Die Pferde, die kommen und die komisch und hässlich sind. Ich glaube, das ist wirklich... das ist was, das ist so ein bisschen Personal Taste. SSO versucht halt trotzdem irgendwie noch so ein bisschen es den Leuten recht zu machen. Ja. Ich meine, man kann es nicht anders sagen. Ich persönlich finde sie auch nicht schön. Aber das ist halt einfach Personal Preference. Und da kann SSO halt auch nichts dafür. Es gibt immer Leute, die irgendwelche Updates scheiße finden. Bei mir im Stream gab es irgendwie vor einem halben Jahr, einem Dreivierteljahr, hat auch eine Person rumgemeckert, dass es total langweilig wäre mit diesem, dass man dass man Geschlecht und Alter vom Pferd bestimmen kann jetzt. Und da habe ich dann auch gesagt, so, also ich muss ehrlich sagen, ich habe es mir schon mega lang gewünscht. Und klar, es gibt irgendwie Sachen, die sich andere Leute mehr wünschen, als du, aber das ist halt trotzdem was, was sich die Community wünscht. Und ich finde, das ist auch, das ist, finde ich, auch so ein bisschen, so ein Stück weit, ich finde, das ist halt einfach so ein bisschen undankbar, ehrlich gesagt. Also, nicht um dir jetzt irgendwie zu nahe zu treten, aber ich finde, dass SSO teilweise auch sehr viel richtig macht. Teilweise. Wie gesagt, das mit diesen ganzen Starcoins-Preisen und so, das ist keine Frage. Das ist für mich einfach scheiße. Aber ich muss auch ehrlich sagen, ich zum Beispiel bin totaler Percheron-Fan. Aber ich kenne auch Leute, die sagen, Percheron, Alter, wie kannst du dir sowas anschaffen? Das ist wie alles im Leben. Das ist auch so ein Bug, dass der noch nicht gefixt wurde. Das ist wie alles im Leben. Jeder hat einen anderen Geschmack und das ist auch gut so. Und wenn dir halt mal ein Update nicht gefällt, dafür wird dir ein anderes gefallen. Und dafür wird eine andere Person dieses Update komplett lieben und sich denken so, ja, das ist das, was mir noch im Spiel gefehlt hat. Ich denke mal, das ist halt einfach, das kannst du halt nicht so pauschal sagen, dass
Updates komisch und hässlich sind. Dass man Pferde nur für 2000 Jorvik-Schillinge verkaufen kann. True, ey. Man spart sich 9 Wochen, 10 Wochen den Kackarsch, seinen Kackarsch ab. Und dann kommt, ja, 2500 Jorvik-Schillinge, wenn du es verkaufen willst. So, Bruder, nee, Alter, da behalte ich es lieber. Der Schandfleck in meinem Stall bleibt dann wohl bestehen. Okay, hier ist was, worauf ich auch nochmal eingehen möchte. Wenn man nicht Level 21 bis 23 ist und Araber Pinto hat, hat man kaum Chancen am Chumpy. Reitet deshalb keine. Muss ich ehrlich sagen, kann ich nicht wirklich bestätigen. Also ich hatte auch lange 2 Level 20er Accounts, mit denen ich auch auf beiden sehr, sehr gut Championate geritten bin. Und ich muss ehrlich sagen, Level 23 und einen Araber Pinto zu haben, ist auch jetzt nicht unbedingt so das Geheimnis zum Erfolg. Man braucht da schon ein bisschen Können. Und ohne dass du das trainierst, wirst du dieses Können auch nicht kriegen. Von daher, ich muss ehrlich sagen, ich würde an deiner Stelle noch nicht so ganz die Championate aufgeben. Klar, es ist wahnsinnig frustrierend, wenn man dann irgendwie sein Bestes gegeben hat und dann halt einfach irgendwie 4. Platz wird oder 5. Platz wird oder vielleicht noch schlechter. Aber irgendwie mit jedem Mal, finde ich, wird es halt einfach so ein Stückchen besser. Und klar, du hast auch Champions, wo du verkackst. Habe ich auch. Aber Practice makes perfect, weißt du? Daher, keine Ahnung. Ich würde es einfach nochmal versuchen mit den Champions. Ich persönlich habe total Spaß an Champions. Ich habe auch mit Antons Account ziemlich viel Championate geritten. Auch sehr, sehr erfolgreich. Und da war Antons Account irgendwie Level... zwischen Level 12 und Level 18 immer. Ich kann mich noch an eine Antwort sehr, sehr gut erinnern. Und zwar war das die Antwort, dass SSO keine XP mehr bei den Events gibt. Ich muss ehrlich sagen, ich finde es tatsächlich besser. weil diese ganze Level-Gap, diese Spalte zwischen den Leveln, dass man quasi als neuer Spieler irgendwie Level 20 wird nach 2 Jahren oder so. Und ich mit 8 Jahren Level 23. Oh Gott, Alter. Und ich mit 8 Jahren Spieldauer mit meinem Account Level 23 bin. Das kommt nur dadurch, dass es diese ganzen Events gab. Und ich muss ehrlich sagen, ich finde es mittlerweile ziemlich gut, weil so wird halt diese Gap zwischen den alten und den neuen Spielern nicht noch größer, weil irgendwann kannst du vielleicht irgendwie nur Level 20 werden oder Level 21 und die alten Spieler sind Level 27 und dann hast du überhaupt keine Chance mehr. Und das ist irgendwie... Haben sie den Sprung da weggemacht und hast das verbuggt? Oh lol, egal. Ja, das ist was... Ja, das, also ich muss ehrlich sagen, das kann ich tatsächlich sogar ganz gut verstehen. So, aber das Video ist tatsächlich auch schon viel, viel, viel zu lange. Deshalb würde ich sagen, ich beende dieses Video an dieser Stelle. Falls deine Meinung noch nicht vertreten war, schreib mir auf jeden Fall unten in die Kommentare, was du an SSO hast, beziehungsweise was dich an SSO nervt. Und ich werde es auf jeden Fall mir durchlesen und vielleicht werde ich noch einen zweiten Teil machen. Schreibt mir auf jeden Fall auch gerne in die Kommentare, was für Level und Labern ihr sonst noch sehen wollt. Und I'm so sorry, dass dieses Video so fucking verpeilt war. ja, ich hoffe, euch hat es gefallen und wir sehen uns dann im nächsten Stream oder Video wieder. Bis dahin. Tschüss. Boah, das war lang, Alter.